Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also heute ein YouTube-Video. Heute erzähle ich euch mal, wie es weitergeht mit der Arbeit und so weiter und dies und das. Also, das Problem ist, Freunde, ihr wisst ja, die meisten wissen das, die meisten wissen es und es gibt Leute, die wissen das nicht, aber jetzt wissen sie es. Und das Problem ist, Freunde, ihr wisst ja, mein Vater hat mich jahrelang unterstützt, bin ich immer dankbar für alles. Vielen, vielen Dank. Jetzt also die Woche Freitag gibt es nochmal Geld, nächste Woche, und also 3 Wochen, also die Woche kriege ich nochmal, also den Freitag, den nächsten Freitag, also und dann übernächsten Freitag. Das heißt, den Freitag, dann am 21. und dann am 28. nochmal. Und eben morgen. Und dann läuft es so ab, Freunde. Und das ist jetzt wirklich kein Spaß. Bevor wir das Video starten, gibt einen Daumen nach oben. Abonniert mich, folgt mir auf Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Twitter, alles, gibt Gas, haut mal richtig Gas, gibt Daumen nach oben, gibt richtig Gas. Ja, Freunde, was ich eben sagen wollte, Freunde, es läuft jetzt so ab, Freunde. Ich werde also Juli eben kein Geld mehr bekommen und dann will jetzt da viele sagen, Alberto, wie kriegst du dein Geld jetzt eigentlich? Einen Moment, ich muss kurz hier richtig machen. So, jetzt. Dann, das Problem ist, dann kriege ich vom Arbeitsamt, das Problem ist, das Arbeitsamt unterstützt mich. Das Arbeitsamt unterstützt mich. Und eben genau da mache ich das. Dann gehe ich dann am 10., nee, am 3. Juli habe ich einen Termin. Gerade hier 5 Minuten entfernt ungefähr. Dann laufe ich dahin und da wird am 10., 3. Juli besprochen. Wegen Job, denke ich, wird besprochen. Denke ich jetzt mal, würde ich mal behaupten. Und das andere drumherum, denke ich auch. Und da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Und das heißt, jetzt will ich nochmal richtig Gas geben im Feiern, nochmal richtig. Klar, wenn das Arbeitsamt mir geltet, kann ich auch mal ein oder das andere Mal Bier gönnen. Das ist ja jetzt nicht das Verkehrte daran. Aber Freunde, ihr wisst, dann muss man sich die meisten, das Leben vom Arbeitsamt, die meisten müssen das wissen. Oder es gibt Leute, die leben vom Arbeitsamt und die wissen das genau. Und so wird es dann sein, Freunde. Das heißt, dann werden die dann mir Geld geben, 700 irgendwas. Dann kriege ich 300 € kostet die Miete. Dann wird noch Ding, weiß ich, alles noch, keine Ahnung. Und habe ich für mich noch zum Leben vielleicht 400 oder 300 irgendwas. Das heißt, ich kann dann jede Woche 90 € ausgeben. Das heißt, als Beispiel 30 € einkaufen, das reicht mir für eine Woche. Und 50 € halt dann für Party oder halt so. Ja. Und deswegen sage ich so, Freunde, wird das jetzt, will ich jetzt ernst so sein, das ist jetzt kein Spaß, das bleibt jetzt, das ist jetzt echt, das wird jetzt so gemacht. Klar, jetzt, wenn ich zum Beispiel mal Geburtstag habe oder so oder sonst was, klar, dann gibt mir mein Vater schon mal so Geburtstagsgeld. Aber das ist ja nichts Verkehrtes. Aber ich bin froh, Freunde, dankbar für meinen Vater, für alles, dass er mich jahrelang unterstützt hat. Und jetzt muss ich halt mein eigenes Leben, kann man sagen. Aber wie gesagt, nur weil jetzt ich mein eigenes Leben habe, heißt das ja nicht, dass ich mit meinem Vater nie mehr Kontakt habe. Klar, wenn ich jetzt Geburtstag habe oder wir gehen was schönes essen und er lade mich ein, dann ist es ja seine Sache. Das ist ja nichts Verkehrtes, da ist ja nichts schlimm daran. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel mal Geld gespart habe und ich lade ihn mal, keine Ahnung, vielleicht eine Pizza oder keine Ahnung, also Eis oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Und das wird jetzt wirklich am Juli durchgezogen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich mit dem Geld klarkomme oder ich muss damit klarkommen. Aber, und dann hoffe ich, dass ich dann eben arbeiten kann. Da kriege ich auch noch da vielleicht 60, 70 € und dann glaube, wenn man sich steigert, glaube mehr. Ist auch extrem lächerlich, dass ihr das mal so wenig bei Arbeit verdient. Ihr wisst ja, ich habe bei der Werkstatt hier in der Nähe gearbeitet und da verdient man einfach nur 60 oder 75 €. Aber ich glaube, wenn man sich steigert, kriegt man mehr. Oder wenn man, oder ich glaube, wenn man einfach von da aus könnte ich dann immer noch zum freien Arbeitsmarkt gehen. Aber gut, das dauert jetzt noch, Freunde. Da verdiene ich natürlich viel mehr. Aber trotzdem ist es eine absolute Frechheit, Digga, dass man da so wenig verdient. Das ist ganz klar. Auch wenn ich jetzt vom Arbeitsamt unterstützt werde. Digga, lächerlich, Alter. Ich arbeite über 8 Stunden, Digga. Also klar mit Pause. Digga, es ist einfach lächerlich, Digga. Meine Meinung. Aber gut, was soll ich dazu sagen? Ich kann dazu nichts mehr sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag wieder schon rein und Peace.